September 2015. Hunderttausende kommen über die Balkanroute nach Europa. Kanzlerin Merkel trifft nach Absprache mit Österreich und Ungarn die Entscheidung, die Menschen ungehindert nach Deutschland einreisen zu lassen. Am Münchner Hauptbahnhof und anderswo heißt es Refugees welcome. Deutschland zeigt ein freundliches Gesicht. Tausende Freiwillige helfen. Die Politik stellt Milliarden zur Verfügung. Dann Silvester in Köln. Ein entfesselter Mob, vor allem von Nordafrikanern. Sexuelle Gewalt gegen Hunderte von Frauen. Das Entsetzen ist groß, doch das ist erst der Anfang. Es folgt islamistischer Terror, ausgerechnet durch Flüchtlinge, mit Toten und Verletzten. Wie geht das weiter, fragen sich viele Menschen, nicht nur hier in Köln. Wie schaffen wir das? Was gewinnen wir? Was verlieren wir? Was muss sich in Zukunft ändern? Wir beginnen unsere Zwischenbilanz zur Flüchtlingsfrage mit ein paar notwendigen Zahlen und Fakten. Der große Zustrom ist vorbei. Kamen 2015 noch 890.000 Flüchtlinge nach Deutschland, so waren es im ersten Halbjahr 2017 knapp über 90.000. Das Bundesamt für Migration hat in diesem Jahr bisher fast 160.000 Asylanträge abgelehnt. Viele dieser Anträge sind in den Vorjahren gestellt worden. Für die Bearbeitung eines Antrags braucht das Bundesamt für Migration durchschnittlich 7,5 Monate. Doch nicht jeder abgelehnte Asylbewerber verlässt Deutschland. Von Januar bis Mai 2017 reisten lediglich etwas mehr als 14.000 von ihnen freiwillig aus, trotz einer staatlichen Förderprämie. Die Zahl der Abschiebungen lag 2016 bei rund 25.000 Personen. Für dieses Jahr rechnet man mit einer leichten Erhöhung. Von denen, die in Deutschland bleiben dürfen, haben 143.000 eine sozialversicherte Arbeit gefunden. Zudem sind Tausende von Stellen entstanden, Verwaltungsangestellte, Sprachlehrer oder Sozialarbeiter. Die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen ist eine riesige Aufgabe, vor allem für die Kommunen. Wir sind in Siegburg bei Bonn. Ortstermin mit dem Bürgermeister in der neuesten Einrichtung. Das ist eine neu entstandene Anlage mit KfW-Mitteln finanziert, von daher finanzierbar. Das tut uns nicht weh, das tut uns gut. Wir haben von Anfang an auf eine dezentrale Lösung gesetzt und haben drei Unterkünfte gebaut, 90er und 50er Unterkünfte. Das ist eine 90er Unterkunft hier, die wir aber auch jetzt nicht voll ausgeschöpft und belegt haben, um Konfliktpotenzial von vornherein auszuschließen. Die dezentrale Lösung, die wir angestrebt haben, ist uns gelungen. Wir haben viele, viele Häuser in der Stadt belegt. Wir haben unsere drei Unterkünfte gebaut. Das funktioniert. Die Flüchtlinge sind angekommen. Es gibt einen guten Kontakt zur Nachbarschaft. Es gibt Feste, die miteinander gefeiert werden. Wir haben von Anfang an viele Ehrenamtler gehabt, die uns mitgeholfen haben, aber die alleine hätten es auch nicht geschafft. Die Kunst lag darin, die Ehrenamtler und die Hauptamtler zusammenzubringen. Und das ist hier bei uns gelungen. Viele wollten, viele haben mit angepackt. Und deswegen sage ich, wir haben das, was wir schaffen konnten, geschafft. Wir haben gut 600 Flüchtlinge hier bei uns in Siegburg. Weit über die Hälfte ist inzwischen anerkannt. Die versuchen auch in Arbeit zu kommen. Die sind alle in Deutschkursen. Die Kinder sind alle in Kindergärten. Die Jugendlichen alle in Schulen versorgt. Kindergärten, Schulen, alle machen mit. Natürlich kommen hier Menschen an und es gibt auch das ein oder andere Problem. Aber es kommen eben Menschen an, es kommen ja nicht nur Heilige hier an. Und deswegen ist auch das natürlich und wir verhalten uns da völlig natürlich und versuchen viel über den Dialog, viel über das Gespräch, die Menschen teilhaben zu lassen am normalen Leben bei uns im Siegburg. Menschen wie Mohamed Ali Bakado aus Somalia. Er wohnt mit zwei anderen jungen Männern in einer Art Wohngemeinschaft. Haben Sie geweckt? Ja. Ja? Haben Sie geweckt? Ja. So, ja, können Sie uns mal zeigen, wie Sie wohnen hier jetzt gerade? Ja, natürlich, ich wohne hier. Bakado floh vor der islamistischen Al-Shabaab-Miliz, kam über Kenia und Italien nach Deutschland. Seit 2,5 Jahren ist er in Siegburg. Das Zimmer ist ein bisschen klein. Und das Zimmer ist ein bisschen kleiner und die Fenster ist groß.
Ja, also alles gut. Und was schauen Sie denn für Fernsehen hier? Was für Programme? Nur ich schaue immer durch Filme, durch Comedy und alles etwas durch. Alles meine Fernseher gucken ist alles durch, weil ich muss durch lernen. Weil durch Sprache ist der wichtige und es ist der Schlüssel von diesem Land. Also wenn habe ich keine der Schlüssel, ich kann nicht etwas gut tun und ich kann nicht etwas sehen und ich kann nicht etwas. Ich bleibe zu Hause wie dumm, ich bleibe zu Hause wie blöd. Also ich muss durchlernen und gucken. Das ist warum immer gucke ich nur durch Filme. Deutsch ist auch der Schlüssel für seine berufliche Zukunft. Das Werkzeug hat er schon. Der andere ist auch Bohrer. Weil Bohrer manchmal geht kaputt. Er möchte gern als Schreiner arbeiten. 6 Monate Praktikum hat er in einem Betrieb gemacht. Dann war Schluss wegen der Bürokratie. Kein Einzelfall. Was waren die Gründe? Sein aufenthaltsrechtlicher Status. Es ist immer so, dass ein Deutscher, ein Ausländer, egal wie, ein Arbeitserlaubnis haben muss, dass er arbeiten darf. Bei den Ausländern, die einen Duldungsstatus haben, den hatte er zu dem Zeitpunkt noch, muss das Ausländeramt und die Bundesagentur für Arbeit oder das Jobcenter eine Arbeitserlaubnis erteilen. So, und dieser Vorgang, der dauert viel zu lange. Und ein Arbeitgeber, der eine Stelle unbedingt besetzen muss, der hat dafür keine Zeit. So, der sagt mir, ich habe eine Stelle, ich möchte den Mann da draufsetzen, ich brauche die Arbeitserlaubnis, der kann morgen anfangen. So, und wenn ich dann den Behörden Wust sehe und die Langatmigkeit, dann dauert es 4 Wochen, 6 Wochen, bis die Arbeitserlaubnis da ist. Und dann sagt der Arbeitgeber, tut mir leid, die Stelle kann ich nicht für dich offen halten. So, und da müssten kürzere Wege sein, da müssten auch Vereinbarungen mit der Bundesagentur sein, dass man wirklich sagt, so, ich habe einen Arbeitgeber, ich habe einen Flüchtling, der könnte arbeiten. So, und dann muss eigentlich am nächsten Tag die Arbeitserlaubnis da sein. Kürzere Wege, schnellere Entscheidungen. Markus Frobel hat jahrelange Erfahrungen mit Flüchtlingen, die auch in die architektonische Gestaltung der neuen Unterkunft Eingang fanden. Die Unterkunft besteht aus 2 vollkommen identischen Riegeln, wo jeweils 8 Wohnungen drin sind, wo Familienverbände drin wohnen können. Jeder Riegel hat einen Gemeinschaftsraum. Hier gehen wir auch gleich rein, wo die Flüchtlingsinitiative Loma Siegburg drin ist und die AWO. Unten drunter ist ein gemeinsamer Waschmaschinenraum, weil wir haben keine Waschmaschine in den Wohnungen drin. So, und die dezentrale Unterbringung, sehen ja, da ist halt der Wohnungscharakter, bildet sich im Ortsbild, prägt sich ein, passt wunderbar. Aber Sie haben auch Erfahrungen mit den Massenunterkünften gemacht. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Wir haben ja Massenunterkünfte. Wir haben ja eine alte Schule ertüchtigt. Wir haben ein altes Bürogebäude gekauft und ertüchtigt. Die Massenunterkünfte haben immer Probleme in den Küchen. Da ist die Hygiene ein Problem, das Putzen ist ein Problem, die Sanitäranlagen sind ein Problem, die großen Flure sind ein Problem. Weil im Zweifel beim Putzplan, der erste macht nicht sauber, der zweite sagt, nee, ich war es nicht, der dritte macht schon gar nichts mehr. Ne? Und dann haben wir uns hier entschieden für diese Art der Wohnform, weil wir gesagt haben, dann sind diese Probleme von vornherein schon mal ausgeschaltet. Außerdem haben wir hier dann auch, sag ich mal, in jedem kleinen Wohnungseinheit haben wir dann 3 Leute oder einen Familienverband. So, und dann habe ich auch keine Probleme mit irgendwelchen ethnischen Dinge, die da aufeinander prallen. Und dann haben wir die ganzen Konflikte im Vorfeld schon ausgeräumt. Mit. Weg von den Massenunterkünften hin zum Wohnungscharakter. Heba Kedir Fahman zeigt uns ihre Wohnung. Sie ist Jesidin aus dem Irak, hat 2 Töchter, ihr Mann arbeitet als Bäcker in Bonn. Sprichst du mit der Mama Deutsch oder wie sprichst du mit der Mama Arabisch? Ich spreche mit der Mama Arabisch. Warum kannst du so gut Deutsch? Ich habe gelernt. Wo denn? In der Schule. In welcher Klasse bist du? Jetzt 2. Klasse. Alles okay in Deutschland. Und ich bin hier in Kinder. Ein Haus auch okay. Und machen Sie auch selber einen Deutschkurs? Ja. Wo denn? In Haufel, 22 in Schule. Seit 18 Monaten ist die Familie in Deutschland. Hier ist alles okay, gibt es keine Probleme mit der Religion. Sie wollen auf jeden Fall hierbleiben, wie so viele. Unterkünfte, Sprachkurse, Betreuung, all das kostet viel Geld und muss auch von den Kommunen geschultert werden. Bürgermeister Huhn meint, das Geld sei gut investiert.
bin der festen Überzeugung, dass wir noch viel mehr Geld hereinbuttern müssen. Der Schäuble hat die Kassen voll. Der soll das Geld rausgeben. Das ist gut angelegtes Geld. Wir haben viele Syrer, viele unserer Flüchtlinge, die schon in Arbeit sind. Das heißt, wir brauchen in Deutschland ja auch Menschen, die zukünftig hin die Arbeit tun, und zwar auf der ganzen Linie. Wir brauchen nicht nur Spezialisten, wir brauchen auch Hausmeister, wir brauchen Schreiner, wir brauchen Schuster. Alles das ist ja facharbeitermäßig schwierig für uns. Abgeben und mit denen teilen, die es brauchen. Seine Definition von Willkommenskultur. Es gibt große kulturelle Unterschiede zwischen den Flüchtlingen und den Einheimischen hier in Deutschland. Das wissen die Flüchtlingsbetreuer natürlich ganz genau. Und weil das so ist, wie es ist, hat man sich in Rendsburg etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Eine Art Führerschein für Mieter, für Flüchtlinge, die auf der Wohnungssuche sind. Das klingt kurios, hat sich aber in der Praxis als sehr sinnvoll erwiesen. Seit sein Asylantrag anerkannt wurde, sucht Rami Schiada vergeblich eine Mietwohnung. Doch noch muss er mit Kindern und Frau in einer Flüchtlingsunterkunft der Stadt Rendsburg bleiben, denn er findet nichts. Im Moment ist es schwierig. Für Familien ist Rendsburg eine tolle Stadt. Deshalb ziehen viele aus Großstädten hierher. Da ist es für uns schwierig, eine Wohnung zu finden. Nun hat die Stadtverwaltung eine Idee. Damit Vermieter weniger skeptisch gegenüber Flüchtlingen sind, sollen die einen sogenannten Mieterführerschein machen. Mit anderen Flüchtlingen soll Schiada lernen, wie Deutsche zu wohnen. Heute steht der Umgang mit Elektrogeräten an. Kursleiter ist ein Mitarbeiter aus dem lokalen Elektrofachgeschäft. Und irgendwann mal nach dem Staubsaugen ist natürlich auch mal der Beutel voll. Und da ist eben noch mal ganz wichtig, natürlich auch den Beutel zu wechseln. Und es gibt auch einige Fälle, da werden die Beutel einfach aufgeschnitten und ausgeleert und wieder zusammengenäht. Aber das soll nicht gemacht werden, sondern die werden weggeworfen und dafür neue reingesetzt. Nach der Theorie die Praxis. Jeder Kursteilnehmer soll einmal den Beutel wechseln. Genau, einfach nur ziehen. Genau. Wenn er natürlich voll ist. Ja, und dann wechsle ich. Und dann genau, und neue rein. Auf dem Lehrplan außerdem die Bedienung diverser Küchengeräte, die deutsche Hausordnung beachten und richtiges Stoßlüften. Was ist die Hoffnung hier, wenn Sie diesen Kurs machen? Ja, ich habe schon ein bisschen mehr gelernt. Ich kenne und ich weiß alle Geräte, was benutzt man oder sowas. Ja. Eine große Herausforderung bleibt aber die Mülltrennung gemäß der deutschen Verpackungsverordnung. Flüchtlinge wirken hochverdächtig für den sogenannten Fehlwurf. Aufgabe hier: Wohin gehört ein leerer Eierkarton? Einerseits eine Verpackung, andererseits ist er auch aus Pappe. Ich glaube hier, Restabfall. Na gut, wir können noch Brennstoff draus machen, aber eigentlich ist das Papier. Ja. Es ist schwierig. Schwierig auch das leere Joghurtglas mit Metalldeckel. Hier lernen die Flüchtlinge die hohe Kunst des deutschen Recyclings kennen. Machen Sie. Dankeschön. Das ist völlig richtig gedacht. Völlig richtig. Sie müssen sich aber nicht die Mühe machen, das auseinanderzunehmen. Sie können dieses Glas mit Deckel in den Glascontainer tun. Wenn diese Glascontainer geleert werden oder nachdem sie geleert worden sind, nachdem das Glas zertrümmert worden ist, kommt ein ganz großer Magnet darüber und der holt alle Eisenmetallverschlüsse raus. Die Kurse ausgedacht hat sich Uwe Jensen, einer der Flüchtlingsbeauftragten der Stadt. Sein Eindruck? Einige wenige Flüchtlinge haben tatsächlich Defizite. Aber einige Vermieter hätten auch Vorurteile. Auch dagegen will er mit dem Kurs angehen. Das führt dazu, dass einige Vermieter vielleicht nicht so sehr gern an Flüchtlinge vermieten. Bei einigen weiß ich es definitiv, dass das so ist. Bei anderen gibt es immer gewisse Vorbehalte und wir versuchen eben, ein bisschen gegen diese Vorbehalte zu arbeiten. Etwa 400.000 Flüchtlinge wurden allein 2016 als asylberechtigt anerkannt oder erhalten hier Schutz. Sie alle müssen raus aus den Flüchtlingsunterkünften, rein in den normalen Wohnungsmarkt. Wie gut das funktioniert, weiß niemand.
Denn Zahlen, wo Asylberechtigte hinziehen, gibt es nicht. Und ein großer Plan der Politik fehlt auch. Die Wohnungswirtschaft holt sich deshalb Hilfe bei Manfred Neuhöfer. Er schult nicht Flüchtlinge, sondern hunderte deutsche Hausmeister und Verwalter. Titel seines Kurses: Umgang mit Mietern aus dem Orient. Dort vertritt er auch recht weitreichende Thesen. Ein typisches Problem der Neuen sei, sie werfen angeblich ihren Sperrmüll auf die Straße. Das passiert auch bei deutschen ärmeren Leuten, die in der gleichen wirtschaftlichen Situation sind. Es kommt einfach noch einmal dazu, dass das vielleicht, wenn Mieter oder wenn Bewohner aus dem Orient kommen und auch dort im öffentlichen Raum sehr viel Müll abgelagert ist oder die Umgebung der Städte mit diesen weißen Plastiktüten vollgemüllt sind, die der Wind sozusagen in die Wüste hinausträgt, weil die Deponien nicht gut angelegt sind, dann wird das auch als nicht so schlimm oder als nicht so hässlich empfunden. Was empfehlen Sie da in Ihren Kursen? Wie geht man mit sowas um? Man muss auf die Leute zugehen. Man muss auf die Leute zugehen, mit ihnen reden. Und man muss mehr Entsorgung anbieten, mehr Müllabfuhr anbieten. Dabei kann das wirkliche Zusammenleben durchaus gut funktionieren, wie ein großes Wohnungsprojekt in Schleswig-Holstein zeigt. 1.500 Flüchtlinge leben schon in den 20.000 Wohnungen der Wankendorfer Genossenschaft. Bei Problemen mit den Nachbarn helfen Vermittler. Abdulrahman Najjar etwa ist extra für die Region Trappenkamp eingestellt worden. Es ist besser geworden. Also besonders hier in Trappenkamp. Also seit jetzt 2 oder 3 Monaten habe ich gar keine Beschwerde bekommen. Najjar betreut etwa die Familie Daoud. Vater Fadi wohnt mit Frau und 2 Kindern seit 2 Jahren in diesem 6-Familienhaus in Trappenkamp. Mittlerweile klappt alles gut. Nur an manche deutsche Gepflogenheit musste sich die Familie erst gewöhnen. Ich immer lade meine Nachbarin, komm zu trinken Kaffee. Nein, ich habe keine Zeit. Nein, ich habe keine Zeit. In Syrien, wir haben Zeit. In Syrien einfacher. Hier kann man nicht klingen und sofort, ja, haben Sie Zeit, wir müssen einen Kaffee trinken. Nein, das geht nicht. Muss man vor einem Tag mit die Nachbarin, ja, morgen, vielleicht um 4 Uhr, 13 Uhr oder 14 Uhr komme ich und einen Kaffee trinke. Anfangs waren den Nachbarn manchmal die Kinder der Daouds zu laut, besonders abends nach 10 Uhr oder mittags. Doch mittlerweile lebt die Familie streng nach deutscher Mittagsruhe. Ich habe kein Problem und meine Familie auch. Muss man hier Deutsch lernen, muss man auch Müll trennen, muss man alles machen. Ja, wir leben in Deutschland, muss man leben so wie die Deutschen. Und in Rendsburg werden die ersten Mieterführerscheine übergeben. Ja, ich beginne mit Rami Shihada. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Für dich einen Mieterführerschein. Ja, vielen Dank. Bitte schön. Rami Shihada hat nicht nur den Kurs und alle Teilelemente erfolgreich abgeschlossen. Kurze Zeit später findet er auch tatsächlich eine Wohnung. Eines ist jetzt schon klar: Verpackungsverordnung und Stoßlüftung werden dort eingehalten. Mit den ganz praktischen Fragen der Integration kennen Sie sich besonders gut aus. Die Mitglieder der Flüchtlingsinitiative Loma Siegburg. 25 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Flüchtlingen. Ich glaube, das Wesentliche ist, dass wir die Verantwortlichen in einer Stadt haben, die auch zu dem stehen, was sie sagen. Der Bürgermeister ist mit Leib und Seele dabei bei dieser Geschichte. Es soll kein Statement für ihn werden, aber es ist wirklich so. Und wir wissen auch, dass wir uns auf ihn in Bezug auf die Betreuung der Flüchtlinge super gut verlassen können. Man soll jetzt nicht tun, als ob alles hundertprozentig immer läuft. Das ist Unsinn. Das gibt es nicht, wenn Menschen miteinander arbeiten. Aber wir haben eine gute Kommunikationsstruktur geschaffen in Siegburg, sodass wir, wenn Probleme auftauchen, miteinander reden. Auch dann gibt es nicht immer hundertprozentige Lösungen, aber wir arbeiten dran. Welche Probleme? Probleme beispielsweise mit den Bewohnern hier. Wir haben hier viele alleinreisende Männer, die keine Anerkennung bekommen haben, die eine Duldung bekommen haben und bedingt durch diese Duldung nach § 60 haben sie ein Arbeitsverbot und das bringt natürlich riesengroße Probleme mit sich. Wir versuchen immer wieder, diese Leute auch in Arbeit zu bringen. Das ist ein wesentlicher Punkt für uns bei der
Betreuung. Und es werden uns immer wieder Knüppel zwischen die Beine geworfen von der Ausländerbehörde. Und die halten sich ganz strikt an das Gesetz, obwohl sie auch einen Spielraum hätten. Aber dieser Spielraum wird nicht wahrgenommen von ihnen. Wir haben einen Fall beispielsweise gehabt, es gibt eine Einstiegsqualifizierung vor einer Lehre. Da haben wir einen jungen Mann gehabt bei einem Heizungsbauunternehmen hier in Siegburg. Der ist einige Monate in diesem EQJ gewesen und dann urplötzlich hieß es von der Ausländerbehörde, der muss sofort raus. Innerhalb von einer halben Stunde musste der seinen Arbeitsplatz räumen und der Arbeitgeber ist angesprochen worden, wenn er das nicht nachvollzieht, dann würde er sich strafbar machen. Logischerweise, jeder Unternehmer hält sich dann genau an das. Und das geht immer wieder zulasten der Moral der alleinreisenden jungen Männer. Und zum anderen haben wir das Problem, wenn wir sie in Arbeit kriegten, würde das auch die Stadt sehr entlasten in Bezug auf finanzielle Sachen. Und das ist eigentlich nicht einzusehen, sowas. Dass also diese gesetzlichen Vorschriften, die am runden Tisch gemacht werden, aber an der Wirklichkeit vorbeigehen. Und das ist, glaube ich, das, was so belastend ist. Und wo wir auch unendlich viel arbeiten und ständig mit Betrieben Kontakt haben, mit der Ausländerbehörde, mit den mit der Handwerkskammer und so weiter, Arbeitsamt und ja, da gilt es, viele Schriftsätze zu machen, Widersprüche zu formulieren, Rechtsanwälte einzuschalten und wir haben einen Rechtshilfefonds, wir haben auch Gott sei Dank Geld, sodass wir das bezahlen können und das machen wir auch für die Flüchtlinge. Am meisten verändert hat sich die Situation nach der Silvesternacht in Köln. Wir haben also gemerkt, dass seitdem die Zahl der Ehrenamtler erheblich zurückgegangen ist. Die haben sich zurückgezogen. Wir haben gemerkt, unsere Jungs haben uns das, ich nenne sie unsere Jungs, unsere Bewohner hier, haben uns erzählt, dass sie immer mehr auf Ablehnung stoßen, auch im Stadtbild hier in Siegburg. Und dass sie sich auch kaum noch trauen, irgendwo hinzugehen, weil sie halt eben diese Ablehnung erfahren und angepöbelt werden und ähnliche Dinge. Die Flüchtlinge haben hier hin und wieder falsche Vorstellungen über das, was sie hier in Deutschland erwartet. Machen Sie diese Erfahrung auch, dass die Leute von anderen Voraussetzungen oder von falschen Voraussetzungen ausgehen? Ja, das machen wir auch und wir sagen immer, wenn ihr hier hinkommt, müsst ihr was tun. Ihr müsst genauso was tun, wie wir auch was tun müssen. Das beste Beispiel war eigentlich, der Herr Stahlbaum hatte also ein Völkerballturnier organisiert. Hatten wir große Probleme, die 6 Leute zusammenzubringen. Die hatten nämlich andere Regeln. Und morgens, als wir die abholten, wussten wir noch nicht, kommen die jetzt alle, aber sie kamen alle. Und dann, was passierte? Großes Völkerballturnier, erstes Spiel verloren. Und ab dann haben die jedes Spiel gewonnen und haben den Pokal geholt. Und anschließend die Reaktion war, die sind alle so freundlich zu uns. Warum sind die Menschen so freundlich? Und haben wir gesagt, ja, weil ihr etwas für sie getan habt. Ihr habt euch gezeigt, ihr seid auf sie zugegangen, denn die haben zum Teil richtige Angst vor den Menschen. Die spüren die Ablehnung und dann ziehen die sich zurück und dann in ihre eigene Community und öffnen sich nicht. Aber Integration ist ja nur keine Einbahnstraße, das läuft von beiden Seiten aus. Und wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, Kontakt zu haben zu anderen Menschen, dann passiert natürlich das Wunderbare, dass der Kontakt besteht und dann gibt es also auch die Möglichkeit der Integration. Das ist eine tolle Sache, muss ich sagen. Die unterschiedlichsten Religionen spielen hier überhaupt keine Rolle. Ein ganz schönes Beispiel ist, dass die jungen Männer, die alleinreisenden jungen Männer, ganz viel mit den Kindern, die hier in dem Block gegenüber wohnen, draußen spielen. Die spielen Fußball, die spielen Völkerball. Die tüdeln miteinander rum und das ist wunderbar, das anzusehen, auch mit welcher Freude beide Seiten das machen. Da ist also überhaupt keine Ablehnung. Hier sind viele dunkelhäutige Schwarze und die Kinder, die aus Syrien kommen oder sonst irgendwoher, die kennen das nicht. Aber es ist ein unheimlich tolles Miteinander, weil beide auch unbefangen aufeinander zugehen. Richtig schön ist das. Ja, wenn die Erwachsenen und die Kinder an so einem Regentag wie heute hier zusammenspielen, dann wechseln sie
vom Arabischen ins Deutsche. Die Kinder, je jünger sie sind, können schon teilweise sehr gut Deutsch. Warum? Weil es natürlich Schulpflicht gibt in Deutschland und die Kinder quasi auf die Art und Weise automatisch Deutsch lernen. Anders sieht es bei den Erwachsenen aus. Wenn sie über 18 sind, brauchen sie erst die Anerkennung. Erst dann werden die Sprachkurse bezahlt. Gut, dass es jede Menge ehrenamtliche Helfer gibt, die sich deshalb darum kümmern. Sie klettern, weil es Spaß macht und das Selbstbewusstsein stärkt. Diese Jugendlichen mussten alles hinter sich lassen, auch ihre Familien. Sie sind allein aus ihrer Heimat geflohen, Afghanistan oder Somalia. Seit einem Dreivierteljahr ist das Antoniusheim in Wiesbaden ihr neues Zuhause. Deutsch haben sie in speziellen Integrationsklassen in der Schule gelernt. Mit Erfolg. Ich fühle mich sehr gut und sehr, sehr gut, ja, in dieser Sprache. Erst einmal, wenn ich bin in den Deutschkurs gegangen, ist einmal schwierig. Und jetzt besser, ja, alles gut. Auch hier im Antoniusheim gibt es für die jungen Flüchtlinge eine Deutschförderung. Sie alle sind unter 18 und damit schulpflichtig. Ich denke, die spannende Frage für die Politik wird sein, wie gelingt es, die Menschen, die einreisen und schon über 18 Jahre sind und somit aus dem Schulsystem im Prinzip rausfallen, wie gelingt es, die in Bildung zu bringen? In einer Flüchtlingsunterkunft treffen wir auf eine Gruppe junger Erwachsener. Sie sind über 18 und auch seit etwa 8 Monaten hier. Doch sie sprechen noch fast gar kein Deutsch. Sie warten auf einen Kurs. Die Stadt Wiesbaden setzt sogenannte Guides ein, Flüchtlinge, die übersetzen können. Eine gute Idee, aber auch notwendig. Deutschland ist keine Deutschkurs, keine Schule. Das ist ein big problem für mich. Das Warten auf einen Integrationskurs oder einen Sprachkurs ist für alle hier zermürbend. Sozialarbeiter Stefan Kempe hat Verständnis für die Sorgen. Es gibt mit Sicherheit mehr Nachfrage, als es im Augenblick Angebote gibt. Und wo ist Lena jetzt? Ehrenamtliche Deutschlehrer sind eine große Hilfe in diesem Dilemma. Das Freiwilligenzentrum in Wiesbaden bietet Deutschkurse für Flüchtlinge an, finanziert von 2 großen Stiftungen. Auch diese Flüchtlinge warten auf ihren Integrationskurs. Voraussetzung für den Integrationskurs ist erstmal die Anerkennung. Und das ist die erste Stufe, an der es ganz gewaltig hakt. Ja. Und dann ist es natürlich schon so, dass eben auch nicht genügend Plätze in den Integrationskursen sind. Die Jugendlichen Fawad und Ahmed aus dem Antoniusheim gehen in diesem Schuljahr zum ersten Mal in eine reguläre Klasse, in einem Gymnasium. In so einer Schule zu sein, für mich war wie ein Traum, oder? Weil ich bin fast 18 und alle haben gesagt, das geht nicht. Die Elli-Heuss-Schule in Wiesbaden ist sehr erfahren mit internationalen Schülern. Trotzdem wird es schwer für die 2. Doch eins ist den beiden klar: Sie wollen es schaffen. Er hat es schon geschafft. Mohammad Hussein kommt ursprünglich aus Syrien, wohnte in der Nähe der türkischen Grenze. Der 23-jährige Kurde macht in Köln eine Ausbildung zum Industriekaufmann in einem Unternehmen, das Berufsbekleidung herstellt. Die Ausbildung ist vielfältig, sie umfasst Marketing, Vertrieb und Materialwirtschaft. Hussein kam mit Hilfe von Schleppern über die Türkei, Algerien, Libyen und Italien nach Deutschland. Seit 2014 ist er hier, seit 2015 hat er eine Aufenthaltserlaubnis. Auszubildender hier in Köln, wie fühlen Sie sich denn dabei? Ich fühle mich ganz gut, also ich bin sehr zufrieden und mein Job macht mir Spaß. Haben Sie das von vornherein vorgehabt, als Sie nach Deutschland gegangen sind, hier auch eine Ausbildung zu machen? Auf jeden Fall. Oder wie hat sich das denn entwickelt? Also das war mein Ziel halt, dass ich studieren will. Ich war vorhin in der Türkei halt und man konnte dort halt nur arbeiten. Ich konnte mich nicht ausbilden, also ich konnte gerne arbeiten halt und studieren. Und halt, ich bin Kurde halt und in der Türkei passt uns nicht so gut vom Probleme her, von der Regierung her. Und ich hatte keine Zukunft dort einfach. Genau, und dann bin ich hier nach Deutschland gekommen. Und wie lief das denn erst hier in Deutschland? Ich meine, Sie sprechen ja schon sehr gut Deutsch. Wie haben Sie die Sprache gelernt? Ja, am Anfang war ich schwer halt.
und nach habe ich, also habe ich mit der, direkt als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich selber zu Hause gelernt, auf YouTube und so. Ich habe mir Bücher gekauft und ich habe versucht, jeden Tag was, also neue Worte zu lernen. Und dann nachher habe ich einen Sprachkurs bekommen von der Stadt und ja, habe ich damit angefangen. Das war, das hat 9 Monate gedauert, ungefähr bis Niveau B1. Ja, und ich habe das Gott sei Dank richtig gut gelernt. Mohammads Zielstrebigkeit hat im Bewerbungsgespräch auch seinen Chef Harald Gost überzeugt. Gost führt das Familienunternehmen in 7. Generation. In Köln arbeiten 111 Menschen, in Tunesien, wo produziert wird, 260. Nachhaltigkeit ist ihm wichtig, ebenso wie soziales Engagement. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise beschloss er deshalb zu handeln. Wir haben alle die Fernsehbilder gesehen mit den Menschen, die zu uns nach Deutschland gekommen sind. Und es entstand dann die Frage, ob wir das schaffen. Und für mich war nicht die entscheidende Frage, ob wir das schaffen, sondern die Frage war, wollen wir das schaffen? Und wenn wir das wollen, dann schaffen wir das auch. Und wenn wir das schaffen wollen, dann muss jeder seinen Beitrag leisten. Und wir haben uns gesagt, unser Beitrag ist, dass wir einen zusätzlichen Arbeitsplatz für einen Flüchtling anbieten. Also das Wollen war sozusagen gegeben. Wie ging es denn dann ganz praktisch über die Bühne? Sprich, welche bürokratischen Hürden mussten überwunden werden? Die bürokratischen Hürden waren hoch, weil die Behörden noch überhaupt nicht vorbereitet waren. Und wir haben vor allem auf Eigeninitiative gesetzt. Wir sind auf diese Plattform Workhere gegangen, die von privaten Initiatoren gegründet wurden, haben da unser Profil eingestellt und haben sehr, sehr schnell einen Flüchtling gefunden, der sich bei uns beworben hat. Das war Mohammed. Wir hatten ein sehr, sehr gutes Vorstellungsgespräch, das insofern ganz interessant war, dass alle Herausforderungen, die er mit sich bringt, er angesprochen hat und gleichzeitig auch schon Lösungen angeboten hat. Zum Beispiel, wie kann er sein Deutsch verbessern? Wie kann er sein Englisch verbessern? Und das hat uns überzeugt. Und dann gab es mit der AGE, mit der IHK einige Herausforderungen und die haben wir gut gelöst. Es gibt ja eine Vielfalt von Förderungsprojekten. Sie haben schon ein paar Institutionen angesprochen, die da involviert sind. Jetzt basierend auf Ihren Erfahrungen, die Sie hier in Köln machen und gemacht haben, was würden Sie sagen, was ist sinnvoll und was ist notwendig und was ist nicht so sinnvoll? Wie können Flüchtlinge mehr in Arbeit gebracht werden? Also ich glaube, dass heute die Situation anders ist, weil die Behörden viel besser vorbereitet sind. Und es ist viel Flexibilität und es ist auch viel Willen vorhanden. Das ist anders als vor 2 Jahren. Ich glaube, von der behördlichen Unterstützung würde ich sagen, funktioniert das gut. Aber ich glaube, was ganz Entscheidendes ist, dass man sagt, die jungen Leute, die zu uns kommen oder die Menschen, die zu uns kommen, brauchen immer etwas mehr Hilfe als andere. Weil einfach die kulturelle Prägung, der Hintergrund, die Ausbildung sehr, sehr anders sind. Wir lösen das zum Beispiel bei uns im Unternehmen, dass wir mit Mohammed jeden Montag einen Jourfix haben, also Mohammed mit der Personalabteilung. Und dass die ganz vielen kleinen und manchmal auch größeren Herausforderungen besprochen werden und dass versucht wird, Lösungen zu erarbeiten. Das sind manchmal ganz kleine Hilfestellungen, die die deutschen Kollegen in der Form nicht brauchen. Kleine und große Herausforderungen zur Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt müssen von den Unternehmern angenommen werden. Leute wie Gost sind ein Vorbild. Beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln beobachten Experten die Entwicklungen am Arbeitsmarkt sehr genau. Wie klappt das mit den Flüchtlingen? Frau Dr. Flake, am Anfang 2015 hatte man auch bei der deutschen Wirtschaft den Eindruck, dass die Einwanderung von so vielen Flüchtlingen dazu führt, dass der Arbeitskräftebedarf für die nächsten 100 Jahre gedeckt werden kann, um es mal so zu formulieren. Was hat sich denn davon bewahrheitet, von diesen Einschätzungen und was nicht? Ja, die Flüchtlinge, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, kommen jetzt nach und nach auf dem deutschen Arbeitsmarkt an. Und zum einen zeigt sich, dass die ersten wirklich erfolgreich auch in Beschäftigung und Ausbildung integriert werden. Aber es zeigt sich eben auch, dass die Integration wirklich eine große Aufgabe ist. Es zeigen sich viele Herausforderungen. Und es wird eben einige Jahre dauern, bis wir den Großteil der Geflüchteten in den Arbeitsmarkt integriert haben. Und ganz klar ist, dass die Geflüchteten eben nicht die Lösung auf unser Fachkräfteproblem ist, sondern dass das wirklich in erster Linie jetzt erstmal eine humanitäre Aufgabe ist, die Geflüchteten zu integrieren. Kann man das in Zahlen bemessen, wie viele Flüchtlinge jetzt schon beispielsweise in Arbeit sind oder in Ausbildung sich befinden? Wir wissen, dass derzeit bei der Bundesagentur für Arbeit ungefähr 490.000 Geflüchtete als arbeitssuchend registriert sind.
Darunter sind ungefähr 190.000 wirklich arbeitslos, weil viele der Geflüchteten sind derzeit einfach noch in Integrationsmaßnahmen. Das heißt, sie sind noch in Sprachkursen, in Integrationskursen, bevor sie eben für eine Beschäftigung zur Verfügung stehen. Es gibt ja eine ganze Menge von staatlichen Förderprogrammen, was die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt angeht. Wo würden Sie sagen, gibt es da die größten Erfolge und welche Programme haben sich als sinnlos herausgestellt? Also das Wichtigste sind natürlich diverse Sprachprogramme. Das heißt, dass es die Möglichkeit gibt, Geflüchtete beim Lernen der deutschen Sprache zu unterstützen, am besten auch berufsbegleitend. Da ist es einfach wichtig, dass das Angebot ausgebaut wird. Aber es zeigen sich eben auch qualitative Unterschiede zwischen verschiedenen Angeboten. Das heißt, da ist es einfach wichtig, dass wenn Unternehmen einen Geflüchteten bekommen, der ein gewisses Zertifikat hat, beispielsweise B1, dass sie auch wirklich wissen oder ein verlässliches Zertifikat haben, dass der Geflüchtete ein gewisses Sprachniveau hat. Ansonsten hat sich gezeigt, dass wirklich die Bundesregierung, die Bundesagentur für Arbeit, die Landesregierung, die Kommunen, dass wirklich eine Reihe von Programmen entstanden ist, die wirklich auch zum Teil sehr gut sind. Aber gerade auch aus Sicht der Unternehmen ist es wirklich schwierig, da noch den Überblick zu behalten. Das heißt, aus meiner Sicht hat sich gezeigt, dass Programme, die es schon gab und die auch sich etabliert haben, dass die sich wirklich als erfolgreich erwiesen haben, wenn man diese für die Gruppe der Geflüchteten geöffnet hat und da wirklich nochmal auf die Bedarfe ausgerichtet hat. Beispielsweise gibt es die Einstiegsqualifizierung. Das ist ein ausbildungsvorbereitendes Praktikum, was man auch mit Unterstützungsleistungen kombinieren kann. Und hier hat man eben dafür gesorgt, dass man da auch Sprachangebote andocken kann. Und das ist aus meiner Sicht zum einen wichtig für die Transparenz, dass Geflüchtete sowie auch Unternehmen wissen, welche Unterstützung gibt es, aber auch für die Akzeptanz. Das heißt, dass man sieht, man kümmert sich da um die Integration der Geflüchteten, aber diese Programme sind eben auch offen für Langzeitarbeitslose oder für benachteiligte Jugendliche. Und daher finde ich es wichtig, dass man solche Programme stark nutzt. Darüber hinaus wurden natürlich auch Programme geschaffen, die gezielt auf die Bedarfe von Flüchtlingen abzielen. Und beispielsweise Perspektive für Flüchtlinge, Perspektive für junge Flüchtlinge, die den Berufseinstieg erleichtern sollen. Ist es bei Ihnen auch so, dass Sie die Erfahrung machen, Ihre Unternehmen, dass die Flüchtlinge vielleicht falsche oder zu hohe Erwartungen haben an das Leben in Deutschland? Was wir beobachten, ist, dass es gerade bei jungen Flüchtlingen schwierig ist, sie zu überzeugen, dass eine Ausbildung sehr wichtig ist. Wir wissen, dass ungefähr ein Viertel aller Geflüchteten so zwischen 18 und 25 Jahre alt ist. Das heißt wirklich so im ausbildungstypischen Alter. Und damit man ihnen langfristig eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt geben kann, ist es eben wichtig, dass sie eine Ausbildung haben, weil es wenig gering qualifizierte Tätigkeiten gibt und diese auch tendenziell abnehmen. Und da ist es wirklich sehr schwierig zu vermitteln, warum man eine dreijährige Ausbildung machen soll und eben nicht zum Mindestlohn schon direkt arbeiten soll. Und da muss man natürlich auch bedenken, dass viele Geflüchtete aus Herkunftsländern kommen, die gar kein etabliertes Ausbildungssystem, so wie wir es in Deutschland kennen, haben. Das heißt, das System ist wirklich erklärungsbedürftig und da sind auch wirklich die Unternehmen sind gefordert zu erklären, warum sich diese Ausbildung lohnt. In der Kommunikation auch mit den jungen Leuten. Jetzt stehen wir ja vor der Bundestagswahl und ich vermute, nach der Bundestagswahl, je nach Konstellation, wird es dann tatsächlich zu einem großen Einwanderungsgesetz kommen. Vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung, was würden Sie sagen, was muss da unbedingt mit aufgenommen werden? Wie soll Einwanderung in Zukunft vor dem Hintergrund der Frage, wie Arbeitsmarkt in Zukunft organisiert werden soll und muss in Deutschland, was würden Sie sagen, was Sie da vorschlagen, was man daraus mitnehmen kann? Also die Integration von Geflüchteten ist eine große humanitäre Aufgabe, die wir derzeit bewältigen müssen. Und da ist es wichtig, dass man die passenden Rahmenbedingungen schafft. Unabhängig von der Zuwanderung und der Integration von Geflüchteten ist es aber nach wie vor sehr wichtig, dass wir auch eine gesteuerte Zuwanderung haben. Das heißt, dass wir unsere Einwanderungsgesetze so gestalten, dass wir hochqualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland auch gezielt anwerben, um eben auch eine Lösung für unser Fachkräfteproblem zu finden. Das heißt, da finde ich es einfach extrem wichtig, dass man beides im Blick behält. Sowohl die humanitäre Zuwanderung, aber auch die arbeitsmarktbezogene Zuwanderung. Und es zeigt sich, die OECD hat auch gezeigt, dass Deutschland ein Land ist mit sehr einwanderungsfreundlichen Regelungen. Was sich aber gleichzeitig zeigt, ist, dass das in der Wahrnehmung komplett anders ist. Das heißt, die Möglichkeiten, die es für Zuwanderung gibt oder auch zur Integration, müssen einfach besser sichtbarer gemacht werden. Und gerade aus Sicht der Unternehmen weniger bürokratisch gestaltet werden.
Also die Regeln für die Einwanderung müssen möglicherweise transparenter gestaltet, möglicherweise vereinfacht werden. Frau Dr. Flake, vielen Dank für diese Einschätzungen in Sachen Arbeitsmarkt. Wer darf bleiben, wer muss gehen? Das ist ein sehr heißes Eisen, was die Flüchtlingsdiskussion angeht. Gerade Afghanistan ist da besonders im Fokus. Da gibt es manche Härten, weil die, die vielleicht hier schon integriert sind und Arbeit haben, Wohnung haben, die Sprache beherrschen, werden unter Umständen abgeschoben, was eine sehr harte Entscheidung für den einen oder anderen bedeutet. Aber nicht nur für die Flüchtlinge, die betroffen sind, sondern auch für die Betreuer. In diesem Reihenhaus in Franken wird der Aufruf »Wir schaffen das« ernst genommen. Das Ehepaar Josat hat vor einem Jahr zum ersten Mal Kontakt zu Flüchtlingen. Einer von ihnen ist der 23-jährige Atikula Akbari aus Afghanistan. Die beiden Söhne der Josat sind längst erwachsen. Den jungen Afghanen nimmt das Paar wie einen dritten Sohn auf. Akbari war unser Sonnenschein. Und so war es eigentlich auch. Der, wenn kam, der hat immer gute Laune gehabt. Und egal, ob er Frühmittag oder Abend kam, er hat immer guten Morgen gesagt. In Afghanistan arbeitete Akbari für eine Friedensorganisation. Als Grund für seine Flucht nennt er wiederholte Drohungen. Er ist offen für die deutsche Kultur, integriert sich, lernt die Sprache. Uschi Josat vertraut ihm schnell. Jedes Wochenende lädt sie ihn zu sich nach Hause ein. So, das ist jetzt Akbaris Zimmer gewesen. Oder immer noch, wenn er wieder irgendwann zurückkommt, was wir alle hoffen. In dem Zimmer hat er sich wohlgefühlt, sicher vor allen Dingen, ohne Angst gelebt. Es ist noch ein Teil seiner Klamotten, die er da gelassen hat, weil er ja nicht wusste, dass er gehen muss. Ja. Akbari will Altenpfleger werden, für ihn ein Traumberuf. Im Praktikum ist er beliebt und erweist sich als sehr geeignet. Dem Afghanen wird sofort eine Ausbildung angeboten, doch sein Asylantrag wird abgelehnt. Am 22. Januar dieses Jahres verbringt Akbari mit den Josats den Sonntag im Schnee. Abends fährt er zurück in seine Unterkunft. Und am nächsten Morgen um 6 Uhr hat er mich angerufen, die Polizei ist da. Ja, und ich war noch nie so schnell im Auto und bin hingefahren, es sind nur 2-3 Minuten bis dahin. Und dann habe ich ihn gerade noch erwischt, um ihn zu umarmen und Tschüss zu sagen. Und dann ist er mit 4 Polizisten abgeführt worden, wie ein Verbrecher, sage ich jetzt mal. Mit 25 weiteren Afghanen wird Akbari am 23. Januar 2017 abgeschoben. Die Kosten dieser Aktion mindestens 300.000 Euro. Akbari hatte sich integriert, doch das spielt im Asylverfahren keine Rolle. In dem Moment habe ich echt gedacht, mir zerreißt das Herz. Wir haben uns wirklich viel um ihn gekümmert. Er war ja auch abends ganz oft da gewesen zum Essen und dann haben wir hinterher gelernt. Und er hat ja damals schon gut Deutsch gesprochen und alles. Und dann plötzlich muss so ein Mensch wieder gehen, der wirklich hier eine Perspektive hatte in einem Beruf, der ihm Spaß gemacht hätte. Und es ist unvorstellbar. 5000 Kilometer entfernt, die afghanische Hauptstadt. 2,5 Monate nach seiner Abschiebung verabreden wir uns mit Akbari in Kabul. Umgerechnet 20 Euro Starthilfe hatte er bekommen. Das reicht gerade für wenige Tage. Die Sicherheitslage extrem angespannt. Immer wieder kommt es zu Terrorakten. Im Februar dieses Jahres wird Akbari selbst bei einem Anschlag verletzt. Seitdem lebt er in ständiger Angst. Nach dem Anschlag geht es mir ganz schlecht. Jetzt gerade auch, ich kriege schwierige Schmerzen. Da kann ich auch nicht denken, nicht gut schlafen. Und er ist vollkommen alleine hier. Akbari hat keine Verwandten oder Freunde mehr in Afghanistan, keine Arbeit, kein Einkommen. Rückkehrer aus Deutschland sind unerwünscht, denn es wird ihnen unterstellt, kriminell zu sein. Die Leute haben uns im Fernsehen gesehen und haben gesagt, ja, diese Leute, guck mal, diese Leute sind abgeschoben, diese sind Kriminalleute. Sie haben die Strafe in Deutschland gemacht, sie haben das Falsche in Deutschland gemacht, deswegen sind sie nach Afghanistan abgeschoben. Akbari aber hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Hier in Afghanistan hat er keine Perspektive. In Deutschland dagegen würde er als Altenpfleger dringend gebraucht. Nur weil ihm seine deutschen Paten immer wieder Geld schicken, kann er sich dieses Zimmer leisten. Ohne sie müsste er längst auf der Straße schlafen. Von Franken aus versucht Uschi Josat wenigstens, die seelischen Folgen zu mildern. Aber sag mir, wie geht's dir? Täglich mehrfach ruft sie ihren Schützling an. Dass Akbari abgeschoben wurde, ist auch für sie als Patin ein schwerer Schlag. Es interessiert niemand, was mit den Helfern passiert. Wir sind nicht die einzigen
Patenfamilien, wie man uns nennt. Es gibt ja ganz viele und ich habe mit vielen inzwischen auch Kontakt. Und die sagen alle, niemand fragt, wie es ihnen geht. Die Anstrengungen Akbaris, sich in Deutschland zu integrieren, haben die Josats dokumentiert. Dass all diese Bemühungen keine Rolle spielen bei der Frage, ob ein Flüchtling bleiben darf, macht die Paten fassungslos. Man kann dann jetzt einen Menschen nicht einfach hängen lassen. Das geht nicht. Ja, wenn man sich engagiert, dann soll man es auch durchziehen. Deshalb treffen sich die Josats jeden Montagnachmittag in Bamberg mit rund 200 Helfern. Die abgeschobenen Flüchtlinge sollen nicht vergessen werden. Viele hier fühlen sich enttäuscht und wütend zugleich. Verschaukelt. Einfach verschaukelt von der Politik, von den Politikern. Ich finde es einfach unmöglich. Da investiert man so viel Geld in Sprachkurse, in Schulungen, in Unterkünfte, in ja, was weiß ich alles. Und dann schiebt man die Leute ab, investiert nochmal Geld, wenn sie das eigentlich zurückgeben könnten, wenn sie eine Berufsausbildung machen würden in Deutschland, bekäme der deutsche Staat wieder Geld zurück. Die Helfer sorgen sich nun um die Menschen, um die sie sich gekümmert haben. Dabei hatten sie sich mit viel Zuversicht und Optimismus an die Arbeit gemacht, so wie Uschi Josat. Es hat ja immer geheißen, man soll sich um die Flüchtlinge kümmern. Und dann macht man es und baut einfach eine Beziehung auf. Und ja, man ist jetzt einfach hilflos, man weiß nicht, was man noch machen kann. Das Schicksal von Akbari und seiner Paten ist derzeit nur eines von vielen. Kritiker der Flüchtlingspolitik der Regierung Merkel sagen, der Beschluss 2015, die Grenzen zu öffnen und Hunderttausende von Menschen ins Land zu lassen, verstoße gegen europäisches Recht. Diese Verstöße würden ihre Fortsetzung in der Tatsache finden, dass es über 220.000 Menschen in Deutschland gibt, die eigentlich das Land schon längst hätten verlassen müssen. Warten auf den Prozess. Senat und Nadira Demirovic kommen aus Serbien und haben letztes Jahr um Asyl gebeten. Ihr Gesuch wurde abgelehnt. Und auch ihre Klage gegen diese Ablehnung vor dem Düsseldorfer Verwaltungsgericht hat wenig Aussicht auf Erfolg. Der eine darf bleiben, der andere nicht. Ich weiß nicht, was mit uns passiert, ob wir wieder zurück müssen. Menschen aus Balkanstaaten haben so gut wie keine Aussicht auf Asyl in Deutschland. Und dennoch bleiben Flüchtlinge, obwohl sie eigentlich gehen müssen. Weil sie geduldet werden oder weil die Behörden ihre Abschiebung nicht durchführen. Unsere Urteile gehen dann ins Leere. Eine Vielzahl rechtskräftig abgelehnter Asylbewerber bleibt im Land. Das ist rechtsstaatlich höchst bedenklich. Die Gewaltenteilung ist ein Grundpfeiler des demokratischen Rechtsstaats. Wird sie in einem ganzen Bereich nicht oder nur unzureichend beachtet, weil Gerichtsurteile folgenlos bleiben, nimmt der Rechtsstaat Schaden. Sehr unterschiedlich schieden die Behörden ab, je nach Bundesland. Laut einer Studie der Universität Konstanz wurden letztes Jahr aus Mecklenburg-Vorpommern 39% der abgelehnten Asylbewerber zurückgeführt. Aus Nordrhein-Westfalen 11 und aus Bremen gerade einmal 4%. Hier beschreite man einen anderen Weg. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass wir schwerpunktmäßig auf die freiwillige Ausreise setzen. Das ist kostengünstiger, es ist für alle Beteiligten humaner. Und deswegen haben wir seit Jahren ein sehr intensives System der Begleitung und es funktioniert. Das heißt, es immer mehr Personen reisen freiwillig aus und ich finde, das ist eigentlich also sinnvoll und richtig. Unterschiedliche Handhabungen. Und nicht nur der Umgang mit abgelehnten Asylbewerbern unterscheidet sich von Land zu Land, auch die durchschnittlichen Asylanerkennungsquoten divergieren zum Teil stark. Von 15% in Brandenburg, über 22% in NRW zu 38% in Bremen. Ebenfalls ein Ergebnis der Studie. Politisch haben wir herausgefunden, dass die parteipolitische Identität der Regierungen keinen großen Unterschied macht. Was aber hier eine Rolle spielt, sind fremdenfeindliche Übergriffe. Je mehr solche Übergriffe stattgefunden haben im Vorjahr, desto tiefer ist die Anerkennungsquote im Nachfolgejahr. Auch die Zahl der Arbeitslosen in einer Region spiele eine Rolle. Die Entscheider des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge würden eben nicht im luftleeren Raum arbeiten, sondern bei ihren Entscheidungen Rücksicht auf Befindlichkeiten in ihrem Bundesland nehmen. Das BAMF dagegen erklärt unterschiedliche Quoten mit unterschiedlichen Bearbeitungsschwerpunkten und betont, jeder in Deutschland Schutzsuchende hat, egal an welchem Standort sein Asylverfahren entschieden wird, die gleiche Chance auf asylrechtliche Anerkennung. Und doch bleiben unterschiedliche Quoten, unterschiedliche Handhabungen. Die Menschen aus den Balkanstaaten, die an diesem Tag vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf klagen, haben keine Chance auf Asyl. Sie werden Deutschland verlassen, vermutlich.
Am Juli 2017. Ein mutmaßlich islamistischer Attentäter zückt ein Messer, ermordet einen Menschen und verletzt 5 weitere, teils schwer. Hinterher stellt sich heraus, er war als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Sein Asylantrag war abgelehnt worden. Er hätte eigentlich längst abgeschoben werden müssen. Diese Tatsache befeuert die Diskussion über den Umgang mit Gefährdern in Deutschland ganz enorm. Von 5 Passanten wird der Attentäter bestellt. Vorher hatte er sich mit radikal-islamischen Themen beschäftigt, so die Bundesanwaltschaft. 2 Tage vor der Tat habe er sich dann schließlich auch für eine entsprechende Lebensweise entschieden und sich infolgedessen am Tattag zu dem Attentat entschlossen. Ahmed A. wollte als Märtyrer sterben. Anhaltspunkte für eine Mitgliedschaft in der Terrorgruppe IS gäbe es aber nicht. Um seine Ausreisepflicht durchzusetzen, fehlten noch nötige Personalpapiere. So erstach er einen 50-Jährigen. Muss eine Abschiebehaft zukünftig eher verhängt werden, um solche Taten zu verhindern? Das sei bei jedem notwendig, der Islamist und ausreisepflichtig sei, sagt der CDU-Politiker Schuster dem ZDF. Und er fordert mehr Kompetenzen für den Bund. Ich glaube, dass der Bund wenigstens zuständig sein müsste für die Abschiebung islamistischer Gefährder, die ausreisepflichtig sind, Straftäter, die ausreisepflichtig sind, Dschihadisten, die wir kennen. Diskutiert wird auch wieder über Ausreisezentren. Das Innenministerium erklärt, eine Arbeitsgruppe verhandle darüber. Der Städte- und Gemeindebund tritt vehement für solche Zentren ein. Aus unserer Sicht ist das auch wichtig, um die Akzeptanz in der Bevölkerung für die vielen Menschen zu organisieren, die zu Recht unseren Schutz in Anspruch nehmen. Die Linke warnt, im Wahlkampf dürften Flüchtlinge nicht zum zentralen Problem gemacht werden. Dahinter steht eine sehr pauschale Diskussion über Flüchtlinge, Ausreiseflüchtlinge und ein mehr oder weniger Generalverdacht, dass die mehr oder weniger alle gewalttätig sind. Währenddessen ist in Bayern ein Gesetz in Kraft getreten, nachdem eine vorbeugende Haft für Gefährder nach 3 Monaten immer wieder verlängert werden kann. Der Täter von Hamburg galt als nicht gefährlich, wohl auch, weil er sich vor dem Attentat laut Polizei fast vorbildlich gegenüber den Behörden verhalten hatte. Wie ist das möglich, dass ein Mensch, der den Behörden als Islamist bekannt ist, so einen Mord in Hamburg durchführen kann? Das fragen sich viele Menschen hier in Deutschland. Ich gebe diese Frage mal weiter an Sebastian Fiedler. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Was haben Sie gedacht? Wie ist das möglich nach dem Fall Amri, der ja irgendwie Ähnlichkeiten zeigt zu dem Fall vom Messerstecher von Hamburg, dass so etwas trotzdem noch mal passiert? Es gibt zwar Parallelen zum Fall Amri, aber natürlich ist das einer von Hunderten, die uns nach wie vor Sorgen machen. Und ich weise ja nun schon seit Monaten, wenn nicht gar Jahren darauf hin, dass wir in der großen Sorge leben müssen und auch noch weiterhin leben werden, dass uns der eine oder andere durch die Lappen geht. Weil wir natürlich jeden Tag priorisieren müssen bei denjenigen, die wir im Blick haben. Wir müssen unsere Maßnahmen priorisieren und da sind unsere Kapazitäten endlich. Und so schlimm dieser Fall natürlich auch jetzt in diesem Fall ist, aber für die Zukunft ist er meines Erachtens nach wie vor nicht auszuschließen. Woran liegt das? Liegt das an der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern oder an der unterschiedlichen Handhabung, was die Abschiebepraxis angeht? Das liegt zuallererst daran, dass uns die Sicherheitslage mit uns, meine ich jetzt die Sicherheitsbehörden in toto, dass uns die Sicherheitslage davonläuft, dass wir nicht präpariert sind. Wir haben nicht genug Leute, wir haben vor allen Dingen nicht in einer ausreichenden Anzahl qualifizierte Leute, die sich dieser Probleme annehmen müssen. Und wir versuchen jetzt wirklich peu à peu, stückchenweise, versucht die Politik jetzt diese Lücken zu schließen. Und das tut sie auf der einen Seite durch andere Gesetzgebung, in Teilen schärfere Gesetzgebung, indem sie unser Maßnahmenrepertoire erweitert und im anderen Teil, indem versucht wird, langsam, wirklich tröpfchenweise Einstellungsermächtigung bei der Polizei zu erhöhen und vieles mehr. Also das heißt, es gibt nicht die eine wirklich befriedigende Antwort darauf. Die Sicherheitslage bleibt unbefriedigend und durchaus angespannt. Jetzt haben wir in dem Bericht gesehen, dass Bayern ja die Abschiebehaft für sogenannte Gefährder verschärft, also eher möglich macht. Wäre das ein Instrumentarium, was Sie sich auch in anderen Bundesländern wünschen würden? Ja, sicher. Und Sie haben im Grunde das Stichwort schon mitgeliefert. Wir wünschen uns insbesondere, dass wir die gleichen, identischen Maßnahmen in allen Bundesländern haben. Wir haben derzeit in Deutschland einen Flickenteppich von möglichen Maßnahmen. Das betrifft die Frage, wie mit Abschiebehaft umgegangen wird. Das betrifft die Frage, welche
Instrumentenkästen, die Polizeien in den Ländern zur Verfügung haben, zur Gefahrenabwehr tätig zu werden. Und das betrifft natürlich weiterhin Diskussionen der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern. Ich glaube nun nicht, dass es durch eine einfache Kompetenzverlagerung zum Bund jetzt mit einem Mal alle Probleme löst. Dieser Illusion würde ich mich nicht hingeben, würde auch davor warnen, mit solchen einfachen Antworten nach draußen zu gehen und die Bevölkerung in dieser Hinsicht in Sicherheit zu wiegen. Das wäre nicht redlich. Der Höhepunkt der Flüchtlingswelle war im Sommer 2015. Dann gab es Silvester hier vor dem Kölner Hauptbahnhof. Genau an dieser Stelle gab es diese Übergriffe durch einen, ja man muss es sagen, wie es ist, durch einen Mob, vor allem auch von nordafrikanischen Flüchtlingen, die daran beteiligt waren. Was hat sich seitdem in der Praxis für Ihre Kollegen vor Ort verändert? Man hört ja und liest ja viel von Gewaltübergriffen, die sich verändert haben. Können Sie das bestätigen? Selbstverständlich kann ich das bestätigen. Und das sind mehrere Dinge, die Sie jetzt gerade angesprochen haben. Zum einen kann ich natürlich bestätigen, dass meine Kollegen damit zu tun haben, dass die Hemmschwelle, ihnen gegenüber Gewalt auszuüben, sukzessive gesunken ist, dass wir da mehr Probleme haben. Auf der anderen Seite zeigt gerade der Ort, an dem wir uns hier befinden, in Köln, dass wir wissen, wie es geht. Der letzte Kölner Polizeipräsident, der jetzt gerade Staatssekretär geworden ist, hat hier durchaus ein Maßnahmenpaket an den Tag gelegt. Das heißt, wir haben hier zusätzliche Einsatzhundertschaften im Dienst. Wir haben Kapazitäten an bestimmten Ecken verschärft, haben dort mehr Ermittlungskapazitäten geschaffen. Und das führt hier gerade in Köln dazu, dass wir erkennen müssen, dass die Kriminalität dieser nordafrikanischen Tätergruppen hier rapide zurückgegangen ist. Trotzdem hört man aber immer wieder davon, dass die Polizei, wenn sie zu Einsätzen gerufen wird, dass ein Streifenwagen nicht reicht, weil Übergriffe vorliegen, weil sofort die Polizeibeamten angegriffen werden. Sprich, dass wir auf dem Weg Richtung No-Go-Zonen in Deutschland sind. Ja, ich halte den Begriff nach wie vor noch für völlig verfehlt, weil er so ein bisschen aus dem Vietnamkrieg kommt und deswegen, glaube ich, hier in unserer Zivilgesellschaft fehl am Platz ist. Aber dennoch haben wir natürlich hochproblematische Stadtteile. Und an der Stelle zeigt sich natürlich, dass die Polizei am Ende einer Kette einer gesellschaftlichen Entwicklung ist und dass wir nicht die Löser aller gesellschaftlichen Probleme sein können. Da bedarf es wirklich mehr. Und vor allen Dingen bedarf es eines intensiveren Zugreifens der Politik, auch was Finanzmittel angeht. Das heißt, es muss immer ein komplettes Repertoire an zusätzlichen Finanzmitteln, an Präventionsmaßnahmen und natürlich auch an einem robusteren und härteren Durchgreifen der Polizei sein. Und nicht nur die Polizei alleine kann diese Probleme lösen. Ein Stück Lösung würde vielleicht auch darin liegen, wenn die europäischen Polizeibehörden endlich intensiver zusammenarbeiten würden. Warum geschieht das immer noch nicht? Das kann ich Ihnen sagen, weil das ein sehr komplexes Thema ist. Wenn Sie allein die Datenstruktur der Europäischen Union, ich meine damit die Sicherheitsbehörden innerhalb der Europäischen Union, sich ansehen, dann ist das von heute auf morgen nicht aufzulösen, diese Komplexität. Was wir viel mehr brauchen, ist eine Diskussion darüber, dass wir in Europa das brauchen, was in Deutschland selbstverständlich ist. Wir haben eine zentrale Ermittlungsbehörde für schwerwiegende Kriminalität. Das ist das Bundeskriminalamt. Das kann in Hamburg, Bayern und Schleswig-Holstein ermitteln. Was wir jetzt brauchen, ist dieses Prinzip, das müssen wir übertragen auf die Europäische Union. Deswegen brauchen wir ein europäisches FBI, wenn Sie so wollen. Nicht nach amerikanischem Vorbild, aber wir brauchen eine Ermittlungskompetenz auch für Europol. Und wir brauchen einen europäischen Staatsanwalt, der den Rahmen vorgibt und Anklageinstanzen beim Europäischen Gerichtshof. Dahinter steckt im Grunde die ganz einfache Idee, dass wir europäische Kriminalität, und dazu gehört selbstverständlich unter anderem der Terrorismus, auch europäisch bekämpfen müssen und nicht national. Das heißt, es geht nicht nur um eine bessere Zusammenarbeit der Staaten untereinander, das ist auch wichtig. Es geht darüber hinaus darum, dass wir in Europa uns dafür einsetzen, wirklich auch eine europäische Polizei zu bekommen. Ja, wollen wir hoffen, dass der Ruf gehört wird. Vielen Dank, Herr Fiedler, danke für diese Einschätzungen und Analysen. Also das Verbrechen arbeitet sozusagen international ja immer mehr zusammen. Das kann man auch sehen rund um die sogenannte Flüchtlingsfrage. Die Mittelmeerroute steht da ja in der letzten Zeit besonders im Fokus. Schlepperorganisationen machen viel Geld mit den Flüchtlingen, indem sie sie nach Europa bringen. Aber offenbar bezieht sich das nicht nur auf die Möglichkeit, mit dem Schiff übers Mittelmeer zu fahren, sondern auch auf die Möglichkeit, illegal an Pässe zu gelangen, wie die Kollegen von Frontal 21 recherchiert haben. Das Wahljahr 2017 begann mit beruhigenden Worten zur Flüchtlingskrise. Die Maßnahmen der Bundesregierung entfalten ihre Wirkung. Es ist gelungen, das Migrationsgeschehen zu ordnen, zu steuern und die Zahl der Menschen, die zu uns kommen,
zu begrenzen. Alle registrierten Flüchtlinge sind identifiziert und es gibt keine doppelte Identität in diesem Register, weil das über Fingerabdruck, Lichtbild, Name, Anhörung festgestellt worden wäre. Haben deutsche Behörden also alles im Griff? Eine arabische Facebook-Seite. Wer dort sucht, findet Tipps für die illegale Einreise nach Europa. Mit einem echten Pass und per Flugzeug. 7 von 10 würden das schaffen. Auch die Pässe für die Reise werden hier angeboten. Gegen Geld. Wir geben vor, einen Pass zu verkaufen. Wollen wissen, ob es wirklich so einfach ist. Unsere Legende, Amre, 24, aus Syrien, bietet seinen deutschen Flüchtlingspass an. Angeblich will er zurück in seine Heimat. Schnell meldet sich ein Interessent. Hallo, ich suche einen Pass für meinen Bruder. Dein Foto ähnelt ihm sehr. Können wir uns treffen? Wir fahren hin, drehen mit versteckter Kamera und treffen einen ca. 30-Jährigen. Der Syrer erzählt, er wolle seinen Bruder nach Deutschland holen. Der warte in der Türkei, brauche einen Pass. Er zeigt uns ein Foto von ihm. Sobald mein Bruder in Griechenland ist, schicke ich ihm deinen Pass. Wenn er dann in Deutschland ist, brauche ich den Pass nicht mehr. Ich werde dich anrufen und du bekommst ihn zurück. Niemand wird das merken. Verstehe, ich mache mir nur Sorgen. Wenn dein Bruder Mist baut, bin ich dran. Wenn du etwas verkaufst und dafür Geld bekommen hast, hast du keine Verantwortung mehr. Die Person kann gut oder schlecht sein. Ich brauche den Pass für meinen Bruder. Sobald er hier ist, kriegst du die Dokumente zurück. Wirklich. Wie kommt er denn von Griechenland nach München? Er wird nach Frankreich fliegen und dann erst weiter nach München. Denn die Kontrollen auf Direktflügen von Griechenland nach Deutschland werden immer härter. Flüge, die hingegen aus Frankreich oder Italien kommen, werden nicht so häufig kontrolliert. Wissen die Sicherheitsbehörden davon? Nachfrage bei Europol. Kein Interview vor der Kamera. Schriftlich bestätigt die Europäische Polizeibehörde: Die Verwendung von echten Dokumenten im Bereich Migrantenschmuggel ist Europol bekannt. Echte Dokumente sind bei illegalen Migranten besonders begehrt. Europol spricht von einem wachsenden Geschäftsmodell. Genaue Zahlen will die Behörde nicht nennen. Auf dem Weg in die Niederlande. Über das Facebook-Forum hatten wir Kontakt aufgenommen zu einem Syrer, der es mit einem echten Pass im Flugzeug nach Europa schaffte. Er ist Anfang 30, Chemiker, geboren in Syrien. Mehr als ein Jahr dauerte seine Flucht nach Westeuropa. Obwohl sein Bruder als Flüchtling anerkannt ist, wurde ihm die Einreise verwehrt. Kein Visum. Er ließ sich schleusen. Erst von Syrien über die Türkei nach Griechenland, vom Flughafen Athen ging es weiter. Der Schleuser schaute mich an und suchte dann Bilder auf seinem Laptop raus, die mir ähnlich sahen. Er hatte viele. Flüchtlingspässe, aber auch ganz normale Reisepässe aller Nationalitäten. Der Mann sah ganz normal aus. Nicht wie ein Krimineller, sondern eher wie ein Händler. Er war nicht gewalttätig oder verkaufte Menschen, sondern sein Geschäft ist es, Menschen zu schleusen. 2 Tage später soll es losgehen. Details werden ihm nicht verraten. Er hinterlegt 3.500 Euro bei einem Mittelsmann. Den Pass gab mir der Schleuser in einem Umschlag. Ich sollte ihn nicht öffnen, bis ich am Schalter war, sagte er. Außerdem zeichnete er mir eine Karte vom Flughafen und sagte mir, wo ich hingehen müsse und wie ich mich benehmen soll. Dann schickte er mich zu einem Friseur. Der kannte das Foto und frisierte mich entsprechend. Nur mit Handgepäck ist er unterwegs. Der Schleuser rät, er solle auftreten wie ein Geschäftsmann. Erst kam das elektronische Gate. Dann waren da Polizisten, die mich mit ihren Augen scannen. Dann kam die Taschenkontrolle. Dann das Boarding. Aber ich habe gar nicht auf sie geachtet. Mein Ziel war es, ins Flugzeug zu kommen. Ich zeigte keine Anhaltspunkte für Angst oder Zweifel. Außerdem tat ich so, als wäre ich in größter Eile. Beim Einstieg kontrollierten Polizisten einen anderen Mann. Das nutzte ich und eilte mit schnellen Schritten ins Flugzeug. Allein auf seinem Flug, erzählt der Syrer, seien noch 2 weitere Flüchtlinge gewesen. Einer auf dem Weg nach Belgien, der andere Richtung Deutschland. Geschickt vom selben Schleuser.
Die Bundesregierung räumt auf Nachfrage ein. Die Fluchtroute mit dem Flugzeug von Griechenland nach Deutschland wird intensiv genutzt. Schriftlich heißt es: Allein vergangenes Jahr seien ca. 4000 Personen auf griechischen Flughäfen von der Beförderung ausgeschlossen worden. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von über 6%. Hinzu kämen ca. 6000 unerlaubte Einreisen, die an deutschen Flughäfen festgestellt wurden. Wer es bis nach Deutschland schafft, kann hier mit missbräuchlich benutzten Dokumenten eine Wohnung mieten, Sozialleistungen beziehen, im Zweifel untertauchen. Unser angeblicher deutscher Flüchtlingspass findet weitere Interessenten. Nach wenigen Tagen finden wir das Dokument auf einer arabischsprachigen Chatseite wieder, neben vielen anderen Pässen. Offen, einsehbar. Hier wird mit Dokumenten gehandelt. Wir werden angechattet. Bruder, ich brauche auch Fotos von deinen anderen Dokumenten. Versicherungskarte, Bankkarte, Kontoauszüge und so. Ich biete nur diesen Ausweis für 800 Euro an. Ich will den Pass an jemanden verkaufen, der ihn nutzt, um von Griechenland nach Deutschland zu fliegen und ihn dann wegwirft. Das ist mir egal. Alles, was mich interessiert, ist, mit dir ein Geschäft zu machen. Du bekommst von mir 1.500 für das ganze Paket. Überleg es dir gut. Ich bin ein Profi. Das ist mein Beruf. Mit so einem Profi-Paket könnten Terroristen einreisen, untertauchen, zuschlagen. Anschläge in Paris, Brüssel und Berlin haben gezeigt, die Angst davor ist nicht unbegründet. Das Bundesinnenministerium versichert, es habe die Gefahr im Blick. Die zuständigen Behörden unternehmen gerade in diesem Bereich große Sicherheitsanstrengungen. Eine hundertprozentige Sicherheit kann es aber leider nicht geben. Nur schöne Worte, bemängelt der Koalitionspartner. Bestehende Gesetze würden oft nicht ausreichend umgesetzt. Wir haben eigentlich gesetzliche Grundlagen, die das Ganze regeln sollen. Dass Flüchtlinge registriert werden, dass die Fingerabdrücke genommen werden. Wenn man die Fingerabdrücke kontrollieren würde bei der Einreise, dann würde sich sehr schnell herausstellen, gehört denn diese Person zu diesem Pass? Und man hätte so ein Schlupfloch entsprechend gestopft. Die SPD mit neuen scharfen Tönen. Der Bundestagswahlkampf hat begonnen. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass Herr de Maizière sich damit zufrieden gibt, wenn Dinge im Bundesgesetzblatt geregelt sind. Er aber verkennt, dass er verantwortlich ist, die Dinge auch konsequent umzusetzen. Es sei gelungen, das Migrationsgeschehen zu ordnen und zu steuern, hatte Bundesinnenminister de Maizière verkündet. Ein halbes Jahr später zeigt sich, illegale Einreise, Missbrauch von Dokumenten sind weiter möglich. Im Migrationsgeschehen Normalität. Da gibt es also offenbar eine ganze Industrie rund um die Migrationsströme über das Mittelmeer. Schlepperorganisationen verdienen viel Geld daran. Zum Schluss treffen wir in Bonn Dr. Benjamin Schraven. Er ist Migrationsexperte. Trotzdem finden die Menschen, obwohl dieser Weg übers Mittelmeer unglaublich gefährlich ist und viele Menschen dabei sterben, immer neue Wege, um nach Europa zu gelangen. Wie wird es weitergehen? Das ist natürlich sehr schwer nur zu prognostizieren, aber ich denke, wenn es Netzwerke gibt, wo es Infrastruktur gibt, wo sich Schlepperbanden organisieren können, dann wird es auch immer schnell einen Weg geben, wie wieder neue Routen sich etablieren können. Die europäische Politik versucht ja bisher vergeblich, abgestimmt Wege zu finden, wie damit umzugehen. Was halten Sie von dem, was da im politischen Diskurs in Brüssel diskutiert wird, beispielsweise Bekämpfung unter dem Stichwort Bekämpfung der Flüchtlingsursachen? Ja, das zielt ja vor allem darauf ab, entwicklungspolitische Maßnahmen massiv auszubauen, mit dem Ziel, Armutsreduzierung gerade in Subsahara-Afrika herbeizuführen, wirtschaftliches Wachstum zu generieren. Ich denke mal, das ist durchaus problematisch, wenn man dies betreibt mit der Ratio, Migration reduzieren zu wollen. Denn in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Migration und Entwicklung wissen wir, dass mehr Entwicklung erstmal mehr Migration nach sich zieht. Warum eigentlich? Erstmal, weil die Menschen durch höhere Einkommen einfach in der Lage sind zu migrieren. Und auch durch demografische Gründe
die meistens einhergehen mit steigenden Einkommen, mit wirtschaftlichem Wachstum, die das Ganze dann zum Beispiel begünstigen. Aber da gibt es nicht den einen Grund, da gibt es ganz viele Gründe, warum das so ist. Auf jeden Fall dieser grundsätzliche Zusammenhang, mehr Entwicklung führt erstmal zu mehr Migration, ist durchaus nachgewiesen und auch nachweisbar. Jetzt hat es ja 2015, damals sind in Deutschland 890.000 Menschen aufgenommen worden. Vor allem Migrationsströme aus Syrien und Irak gegeben. Aus Syrien deshalb, weil dort der Bürgerkrieg ja tobte und bis heute tobt. Aber in letzter Zeit hat man den Eindruck, und das sagen auch die Zahlen, als wenn viel mehr Menschen aus Afrika kämen. Woran liegt das eigentlich? Welche konkrete aktuelle Entwicklung gibt es dort? Auch hier gibt es nicht den einen Grund, warum jetzt gerade sehr viele Menschen aus Afrika kommen. Wir haben es mit sogenannten gemischten Wanderungen zu tun, Flüchtlingsbewegungen aufgrund von bewaffneten Konflikten. Aber wir haben auch sehr viele Menschen darunter, die aus wirtschaftlichen Gründen heraus versuchen, nach Europa zu gelangen. Also die Antwort darauf, warum jetzt gerade so viele Menschen sich aufmachen auf den Weg nach Europa, gibt es leider nicht. Nun gibt es Leute, die rechnen damit, dass bis zu 60 Millionen Menschen in Afrika quasi auf gepackten Koffern sitzen, um nach Europa auszuwandern. Was halten Sie von solchen Zahlen? Nichts. Weil sie übertrieben sind oder weshalb? Ja, ich meine, wir können auch Migration sehr schwerlich prognostizieren, weil Migration einfach ein sehr komplexer Prozess ist, der von unheimlich vielen Faktoren auch bedingt und beeinflusst wird. Nur ich halte diese meine apokalyptischen Prognosen mit 60 oder noch mehr Millionen Menschen, die sich da schon bald auf den Weg machen, für völlig überzogen, weil sie eigentlich auch jeglicher Grundlage entbehren. Und auch zu sagen, es werden nächstes Jahr 3 Millionen, 4 oder 5 Millionen kommen, wie es zum Beispiel der Tajani getan hat, das hat so ungefähr die Aussagekraft und die Prognosefähigkeit einer Bauernregel. Also die wissenschaftliche Grundlage hierfür gibt es definitiv nicht. Aber Fakt ist, die Menschen werden vermutlich weiter kommen nach Europa oder versuchen nach Europa zu kommen. Und in diesem Jahr werden ja vermutlich 200.000 allein in Italien ankommen. Was bedeutet das für unsere Gesellschaften hier in Nordeuropa? Wie müssen sich Gesellschaften verändern, um sich dem anzupassen? Unabhängig jetzt von dieser konkreten Situation, das betrifft ja in erster Linie auch Italien. Ob es uns betrifft, ist ja noch gar nicht so sehr klar. Also es ist vielleicht dann eher mit einer zeitlichen Verzögerung, dass es diese Migrationsbewegung aus Afrika dann sozusagen trifft, in Anführungszeichen. Aber ich denke mal, wir müssen uns alle klar machen, dass Migration schon immer etwas Normales war. Und auch gerade im 21. Jahrhundert Migration etwas Normales bleiben wird und etwas Alltägliches sein muss. Und damit müsste sich die Gesellschaft dann auch auseinandersetzen. Vielen Dank, Dr. Schraven, danke für diese Einschätzung. Ja, das war in gewisser Hinsicht das Schlusswort zu unserem Thema Zwischenbilanz, Flüchtlingsfrage. So oder so, Gesellschaft wird sich damit auseinandersetzen müssen, auch Bürgergesellschaft, und kann diese Auseinandersetzung auch nicht der Politik überlassen. Wir sagen vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis dahin.